Moin und Mädel, ihr Lieben. Heute mal kein Discord-Leak. Heute werden wir uns mal das neueste Machwerk von Rainerle ansehen. Er hat nämlich ein neues Survival-Video rausgehauen. Part Nummer 2. Nachdem er ja anscheinend tatsächlich die Nacht draußen verbringen musste und wahrscheinlich zum, ich denke mal, ersten Mal wirklich draußen auch geschlafen hat, hat er sich wahrscheinlich gedacht, er wird direkt dazu neuen Content produzieren und halt ein Survival-Video raushauen. Das hatte er ja schon versprochen vor, ich weiß gar nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, als er Part 1 Survival rausgehauen hatte, 100 Meter vom Rewe entfernt und uns gezeigt hat, was man denn überhaupt alles so braucht zum Survivalen, wird er jetzt wahrscheinlich uns gleich zeigen, wie man diese Sachen, die er da hat, auch anwendet. Ich habe es noch nicht gesehen, ich bin sehr gespannt. Vorher, wie ihr seht, werden wir uns einmal noch dem Blog widmen von Rainerle, denn den hat er heute auch noch rausgehauen. Und der geht wie folgt. Meta-Leute, Servus und willkommen beim Drachen. So, heute kam schon der erste Part von der erste Teil von The Forest 2 hier. Außerdem habe ich eben auch ein paar Bilder auf Insta hier gepostet von meinem Camp letzter Nacht. Es soll heute noch ein Vlog kommen hier und später am Abend auch noch ein Survival-Video. Endlich Teil 2 hier. Und zu guter Letzt, aber nicht als letztes, ein neuer TikTok, den ich gestern aufgenommen habe, hier. Ebenfalls von meinem Camp aus. Ach ja, und hier von meinem Zweitkanal auf meinem TikTok. Ach Rainer, wozu brauchst du denn einen Zweitkanal? Naja, egal. Ansonsten gibt es erstmal kaum was zu berichten. Die letzte Nacht war echt die Hölle in der verdammten Kälte. Ja, du bist ja auch so ein Survival-Profi, dass du kein Zelt brauchst, dass du keinen Schlafsack brauchst, dass du nicht mal eine verdammte Jacke brauchst, Rainer. Und dann wunderst du dich, dass es draußen nachts kalt ist. Ja, willkommen in der Realität. Und da merkt man mal wieder, dass du davor halt wirklich draußen nie wirklich irgendwie geschlafen hast. Aber was will man machen? Man muss ja irgendwie zurechtkommen. Rainer, du wolltest nie eine eigene Wohnung haben. Du wolltest nie eine Unterkunft haben, wo du irgendwo festsitzt, weil du dich dann ja eingesperrt gefühlt hättest. Naja. Ich will auch gar nichts wieder auf die Gründe zurückkommen, warum ich das machen musste und keine Wahl hatte. Und daher lasst uns über etwas Interessanteres reden. Naja, du wurdest aus diesem Hotel da rausgeschmissen, beziehungsweise gar nicht erst aufgenommen, ne, in Nürnberg. Deswegen hast du zumindest behauptet, musstest du draußen schlafen, obwohl du ja noch 350 Euro auf dem Konto gehabt hättest. Ja. Naja, egal. Die Videos, die ich aktuell hochlade, werden nicht täglich kommen. Das ist aber schade, ne? Ich habe aber schon eine Idee für ein weiteres React. Ich habe da ein spannendes Video gefunden, das ich durchaus mal kommentieren und reacten möchte. Ja. Deine Reactions, die sind das Unterirdischste, was ich je gesehen habe. Es ist so zum Fremdschämen. Und das Tolle ist ja, dass du die ganzen Vorwürfe, die dir die Reactor ja auch so machen, ne, und die da auch halt auf deine Ausfälligkeiten reagieren, die widerlegst du nicht. Das Einzige, was du die ganze Zeit nur machst, ist, die Leute zu beleidigen und ja natürlich auch irgendwie üble Nachrede zu verbreiten. Ich habe zumindest heute gesehen, dass Klonter dich anscheinend wirklich angezeigt hat, aufgrund von übler Nachrede. Mal sehen, was daraus wird. Bin ich sehr gespannt. Er hat es ja angekündigt. Ich muss aber gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass er es wirklich tut. Schauen wir mal. Gut, für mich zu wissen, wäre halt auch, ob ihr noch Interesse habt, die ich mal thematisieren soll. Ob ihr noch Interessen habt, die ich mal thematisieren soll? Nö. Nö, Rainer, nö. Löschen wäre eine gute Idee. So, wo war ich? Da.
Anime, oh nein, bitte nicht. Anime-Vlogs kommen ja regelmäßig auf meinem TikTok-Hauptaccount. Ja, ja. Diese 2 Minuten, in denen du irgendwie den Namen des Anime sagst und dann voll geil. Ja, toll. Videos wie früher mit Snitch und ähnlichen will ich auf den TikTok-Zweite-Account machen. Snitch? Snitch? Bin mir gar nicht ganz sicher, was er mit Snitch meint. Ich kenne das Wort eigentlich in einer anderen Bedeutung, aber gut. Survival auf dem einen sowie Vlogs und Reacts auf jeweils 2 anderen Odyssey. Noch mehr Odyssey-Accounts? Ach du mein Rainer. Warum machst du dir so viele Accounts? Na, wenn der eine gesperrt wird, ne? Naja. Auf dem Volk sollen ja auch Sachen wie Podcasts oder ähnliches kommen. Oh, nicht schon wieder Podcasts. Oh Gott. Meine Güte, Rainer, das sind alles Sachen, die du schon probiert hast und die grandios gescheitert sind, was kein Mensch von dir hören möchte. Naja, gut, schauen wir mal. Ich gebe mein Bestes, dass möglichst viel Content kommt, aber ich kann ohne meinen Führerschein und Auto leider nur eingeschränkt handeln, zudem, weil auch viel aktuell passiert und ich da viel weniger Handlungsspielraum habe. Ich danke euch schon mal im Voraus für euer Verständnis und hoffe weiterhin auf eure Unterstützung. Bullshit, Rainer, du warst die ganze Zeit in Dresden, du hättest die ganze Zeit Content produzieren können. Du hast aber nichts gemacht, du warst nur in deinem Zimmer und hast dich mit Essen beliefern lassen. Und dann hast du dich darüber aufgeregt, dass du am Ende kein Geld mehr übrig hattest, nachdem du dir da 2 Pizza, 2 Döner und was weiß ich nicht alles noch hattest liefern lassen. Das muss man auch erstmal schaffen. Teure Lieferdienste zu nutzen und dann am Freitag zu sagen, oh, ich habe gar kein Geld mehr, ich weiß gar nicht, wie ich die Nacht überstehen soll. Ey, mein Mitleid hält sich in Grenzen rein. Dass es schön kalt gewesen ist die letzte Nacht, gönne ich dir. Ganz ehrlich. Naja. Dann euch allen schon mal eine schöne restliche Woche. Ist ja schon Mittwoch. Ja, stimmt. Ich mache mich jetzt auf den Vlog, den ihr oben anschauen könnt, aufzunehmen, um ihn zu bearbeiten und hochzuladen. Bis dahin, euer Drache. PS, vergesst nicht, bla bla bla. Ja. So viel zu dem tollen Blog. Na, das Übliche. Das Übliche. Aber jetzt, ihr Lieben. Wir kommen zu dem interessanten Part in diesem Video. Rainerle hat, wie gesagt, eine Survival-Folge Nummer 2 hochgeladen. Eine Nacht im Wald. Wir erinnern uns, er wollte uns eigentlich zeigen, wie baut man denn überhaupt einen Unterschlupf? Wie survivelt man? Und wie macht man sich überhaupt etwas zu essen, wenn man survivalen muss? Der Fachmann sagt ja zum Draußenschlafen Survivalen, der Rest der Bevölkerung nennt es Bivakieren. Aber gut, ich würde mal sagen, wir starten einfach rein. Ihr habt es natürlich auch wie immer unten verlinkt, falls ihr es ohne Gequatsche hören wollt. Auf geht's, würde ich sagen. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Survival-Video. Heute, oh ja, sieht echt gut aus, wa? Ach ja. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Und Rainerle schafft es einfach nicht, eine richtige Anmoderation hinzubekommen. Naja. Heute mit einem Video, wo ich noch mal kurz ein bisschen was zeige, was ich mir so zu essen habe. Ich hole mir momentan oft, die Marke ist jetzt eigentlich egal. Ich hole mir oft, oh, jetzt fängt es an zu regnen. Habt ihr gesehen, Leute, was brauche ich, um in der Wildnis zu überleben? Ja, Kartoffelbrei. 5 Minuten, ja, Kartoffelbrei. Unfassbar. Fortsetzung folgt. Snipping tun sie jetzt, ihr Lieben. Ach Gott, Rainer. Weißt du, was der Vorteil an einer Jacke ist, Rainerle? Vorzugsweise einer Regenjacke? Naja. Nass. Ich habe mir jetzt einen kleinen Unterstand gebaut, an 3 Stellen befestigt, einmal hinter mir und einmal links und rechts von mir. Es ist jetzt nichts Perfektes, ich kann aber nach links schauen und ich kann geradeaus schauen und ich sehe es auch ein bisschen von rechts. Rainer, bitte.
Du hast auch nie verstanden, wie man etwas richtig zeigt. Das war schon in den letzten Videos so, in denen du durch den Wald gelaufen bist oder einfach nur rumgelaufen bist. Da war ja auch so, hey, guckt mal da. Schnell eine Millisekunde irgendwo hingeschwenkt und wieder zurück auf dieses Pudding-Gesicht da. Das ist schon mal ganz gut. Bin auch unterdacht. Bin jetzt natürlich patschnass, aber es hat jetzt mittendrin angefangen zu pissen, gerade wo ich anfange, was aufzunehmen. Und als ich dann die Aufnahme ausgemacht habe, ich bin froh, dass ich die Kamera rechtzeitig weggepackt habe, es hat voll angefangen und voll nass. Bin jetzt patschnass hier. Ja, aber das macht dir ja nichts. Also du hast ja letztens erst in einem Discord-Leak erzählt, ich erinnere mich ganz genau, da hast du gesagt, Regen macht dir gar nichts aus. Es ist völlig egal, wenn du nass wirst. Deswegen warst du ja auch auf der Kirchweih, der Emskirchener Kirchweih, bist du ja auch so durch den Regen gelaufen. Und hast gesagt, ach Leute, was ist denn los mit euch hier? Nur das bisschen Regen ist doch scheißegal. Werde ich halt nass, ne? Trocknet ja wieder. Und ich erinnere mich auch, dass du bei der Emskirchener Kirchweih mit dem Krankenwagen abgeholt wurdest. Aber gut, andere Geschichte, vielleicht hat es damit gar nichts zu tun. Und woran ich mich auch jetzt gerade noch erinnere, weil ich habe heute früh, kurz vor der Arbeit, in deinen Stream so ein bisschen durchgeskippt. Und da hast du ja erzählt, es hat so doll geregnet und deswegen hast du gefroren. Gefroren wie Sau. Ja, Reinhard, du Survival-Experte. Naja. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen über die Nacht. Wie spät ist es? 19 Uhr. 26, also ich denke, ich gebe dem Ganzen jetzt noch eine Stunde, dann ist es zappenduster. Ich habe jetzt hier ein bisschen meine Verpflegung ausgepackt, alles ein bisschen. Nee. In der Stunde doch nicht, Reinhard. Da merkt man mal wieder, dass du nicht draußen übernachtet hast. Also bei mir ist es jetzt kurz nach 9. Viertel nach 9, um genau zu sein. Und ich kann draußen immer noch alles erkennen. Naja. Und die Plane, also die Plane ist echt riesig. Das ist eigentlich ein Zelt. Also es ist kein Zelt. Das ist eine Zeltplane, so rum. Und die Zeltplane, man sieht es auch hier, ist ein Reißverschluss. Aber das ist halt wirklich nur eine Zeltplane. Ein Zelt selber darf man ja nicht aufstellen. Ja, Reinhard, du dürftest auch nicht draußen übernachten, einfach so, ne? Auch bivakieren ist nur im Notfall. Im Notfall, Reinhard. Auch das, was du da jetzt machst, ist campen. Naja, gut. Es ist, im strengeren Sinne ist es bivakieren, aber es ist halt auch kein Notfall. Naja. Aber ja, Reinhard. Machen wir mal eine Ausnahme bei dir, ne? Es freut mich ganz außerordentlich, dass du jetzt mal die Nacht draußen verbringen durftest. Vielleicht merkst du dann ja auch mal, wie scheiße das ist. Weil die ganzen anderen Nächte hast du ja höchstens bist du draußen ein bisschen rumgelaufen und hast die Zeit vertrödelt. Du warst ja auch dann eigentlich immer nur in der Sparkasse bei Emskirchen und hast dich da aufgewärmt die ganze Zeit. Aber draußen geschlafen hast du eigentlich vorher nicht. Und das ist jetzt quasi dein erstes Mal draußen schlafen. Ja, und was sagt er uns direkt? Die Nacht war die Hölle. Ja, nicht eigentlich wie immer, denn überlegt mal, dieser Mensch hat angeblich schon im Winter draußen geschlafen und im Herbst letzten Jahres. Kein Stück. Und wir haben jetzt Frühling, ne? Ja. Also. Nee. Reinhard, das erste offizielle Nacht draußen schlafen. Würde mir persönlich besser gefallen, weil ich würde nicht so nass werden. Und es wäre deutlich einfacher für mich. Aber gut, hier halt wirklich alles in sich ist. Ich bin noch in Sichtweite nach Kirchen. Das sind noch die Häuser. Der Witz ist... ja, Reinhard. Also, naja. Ich bin jetzt einfach hier. Hier ist ein Berg, sieht man jetzt nicht. Hier geht's den Berg runter. Ein paar Meter laufen. Wenn es jetzt mal aufhört zu regnen, dann zeige ich euch das mal. Und dann geht's. Dieser Geist von Emskirchen. Wirklich. Die haben ihm da das Haus und den Hof abgekauft für 80.000 Euro. Cash auf die Hand.
damit er da endlich verschwindet. Und jetzt haust er da in diesem Wald. Ich glaub das nicht. Wenn man das der Frau Winkelspecht und den Leuten gesagt hätte, bevor sie Reinl da das Geld in die Hand gedrückt hätten, glaubt ihr wirklich, die hätten ihm dann auch noch die Schanze abgekauft? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh mein Gott, Reinl. Ist ja auch schön, dass du jetzt zeigst, wo du ungefähr sein wirst, die Nacht über immer, ne? Naja. Ich verstehe auch nicht, warum du da immer wieder zurückgehst. Ey, dann geh doch irgendwo, was weiß ich, irgendwo anders hin. Kauf dir das 49-Euro-Ticket und dann fahr einfach 2 Stunden nach Norden, Süden, Osten, Westen, keine Ahnung, irgendwo in ein kleines Dorf, eine Pension und holst dir da ein Zimmer. Und wenn du wirklich irgendwelche Termine in Emskirchen hast, dann fährst du halt wieder 2 Stunden zurück. Aber da immer noch in diesem Dorf zu bleiben, naja. Ah, übrigens, was mir gerade einfällt, Reinhold, was ist eigentlich aus dem Typ, der die 30 Häuser da in der Nähe von Nürnberg hat? Hätte der dir nicht irgendwie eine Unterkunft besorgen können, so notfallmäßig? Naja, nö. Da es ihn eh nicht gibt, wahrscheinlich nicht. Es ist wirklich steil runter, also ich bin da jetzt den Berg hochgewackelt, deswegen sehe ich auch aus wie Sau. Also hat's ja, und dreckig bist du auch. Ich voll angepisst die ganze Zeit. Nicht ganz so geil. Ist jetzt aber halt so. Ja, was gibt's zu sagen? Ich mache mir jetzt einen kleinen Happen zu essen. Es ist jetzt alles patschnass. Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, mir was zu essen zu machen. Ich könnte hier die Sandwiches essen. Übrigens ein Dreierpack, ganz neu irgendwie. Wir merken uns, wenn ich draußen in der Wildnis überleben möchte, brauche ich diese Ja-Sandwiches im Dreierpack, ihr Lieben. Ganz wichtig. Voll cool. Ich habe ein bisschen was zu trinken, in dem Fall jetzt den gelben Tee. Ich habe aber auch Wasser. Ja, Zuckersaft rein, alle. Wasser dabei. Brauche ich ja für zum Beispiel, wenn ich mir jetzt sowas hier zum Beispiel mache. Ansonsten, ich habe noch so Cavanossi mit Käse dabei. Ja, ich habe verschiedene solche Gerichte halt dabei. Dafür muss ich jetzt halt quasi das Wasser machen. Ein paar Wienerchen habe ich noch dabei. Und natürlich einen Tee. Ne? So ein Vollidiot. Er hat doch tatsächlich einen Campingkocher und Wasser. Warum holt er sich denn nicht tatsächlich so eine Packung Nudeln, die wahrscheinlich genauso viel kostet wie diese 5-Minuten-Terrine? Und hier so ein Glas Pesto oder sowas. Ne? Irgendwie so Pesto oder keine Ahnung, irgendwie so eine Soße, die es ja auch fertig gibt. Dann hätte er doch viel mehr davon, als diese verdammte kleine 5-Minuten-Terrine, die einfach viel zu teuer ist. Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Aber gut, muss ich auch nicht. Beziehungsweise ich habe auch nicht so viel Ahnung vom Survivalen wie Reinhard. Vielleicht braucht man das. Vielleicht sehe ich das auch alles völlig falsch. Ja, vielleicht sind 5-Minuten-Terrinen das Beste, um überhaupt in der Wildnis zu überleben. Schauen wir mal weiter. Also meinen allseits beliebten Zitronentee habe ich auch dabei. Das ist kein Zitronentee. Nein, das ist Zucker. Das ist absoluter Zucker mit ein bisschen Aroma. Zuckerkügelchen. Kein Tee. Doch ein bisschen Zucker und Energie. Ich persönlich... Einer, das Letzte, was du brauchst, ist Zucker. Und Energie hast du genug. Du hast dir die Reserven für die nächsten 30 Jahre angefressen. Ne? Also, hör auf, diesen Mist in dich reinzustopfen. Es ist ja kein Wunder, dass du da nicht abnimmst oder ähnliches. Es ist sowieso merkwürdig, dass du die ganze Zeit quasi dich bewegst, also mehr als sonst, so das Gefühl zumindest, und trotzdem immer nicht abnimmst. Und ich weiß jetzt auch, warum. Weil du immer noch diesen ganzen Mist in dich hineinschaufelst. Ich bin gespannt, wie die Nacht wird. Das hat jetzt ganz schön runtergehauen und gepisst. Wenn es nachher, das ist das Praktische an dem Zelt jetzt, oder das ist ja kein Zelt, das ist ja eigentlich nur eine Zeltplane. Ja, Tarp. Wenn es anfängt, richtig zu pissen, dann kann ich das hier nach unten befestigen. Dann habe ich quasi nur so einen kleinen Weg hier raus, so. Und werde hoffentlich möglichst trocken bleiben über Nacht. Und das hier sieht auch ein bisschen merkwürdig aus hier, aber das ist tatsächlich auch alles dicht, also... Ne, so muss man es eigentlich machen, dann regnet es nämlich hinten runter. Wenn ich es nämlich, das wird sich jetzt auch, das sind so Kleinigkeiten, ne? Wenn ich jetzt das so mache,
und es regnet, dann wird sich das hier mit Wasser füllen. Wenn ich es aber oben drüber lege, weil hier eine Kante ist, wegen der Spannung hier, dann regnet es da drauf und regnet es runter. Du bist so schlau, Rainer. Du bist so schlau. Also, dass du das erkannt hast, das ist wirklich wow. Einfach nur wow. Güte. Rainer ist wirklich wie so ein 13-Jähriger oder 14-Jähriger, der ganz stolz draußen im Vorgarten sich so ein kleines, ja, so eine kleine Lagerstätte aufgebaut hat. Es ist ja wirklich Katzensprung nach Emskirchen, wenn irgendwas passiert, geht er halt da in die Sparkasse hinein. Und ansonsten, ja, Rainer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sind so kleine Details, auf die man achten muss. Hier das Sollte. Was ist denn das hier? Wieso löst sich? Hier löst sich auch schon das Plastik. Oh nein. Toll. Aber das Schöne ist, ich habe hier nach hinten noch viel Platz. Also ich kann mich auch mit Holz noch weiter nach hinten ausbreiten. Meine Isomatte schön doppelt kann ich weiter nach hinten legen. Die ist natürlich jetzt durch das ganze zusammengerollt sein erst einmal nicht ganz so willig, wie ich möchte. Ist aber nicht so wild. Und ganz ehrlich, Leute, der Ausblick, es ist allemal wert. Na, du bist in dem Wald, Reinhard. Toll. Hier mal drauf. Und übrigens, nee. Also wenn ich nicht unbedingt muss, ne, dann wäre ich, wenn es regnet, also lieber trocken. Ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Also versteh mich nicht falsch, ich bin auch sehr, sehr gerne draußen und ich schlafe auch gerne draußen, ich campe auch gerne draußen und ich zelte auch ganz gerne draußen und mir ist das Wetter ja auch manchmal lieber, wenn es ein bisschen regnet und ein bisschen die Sonne scheint und was weiß ich, so wechselhaft, ne? Wie das halt so draußen ist in der Natur. Aber Rainer muss ja anscheinend. Der hat ja gar keine andere Wahl. Beziehungsweise, Mann, das stimmt auch nicht so ganz. Rainer, der hat eine Wahl oder hätte eine Wahl, aber die nutzt er nicht. Er könnte sich ganz einfach löschen, ja, und dann Hilfe suchen. Draußen zu pennen. Finde ich. Ich weiß nicht, ob der Ausblick auch so gut mit der Kamera kommt, aber zum Beispiel da drüben, wo jetzt so das Licht reinscheint, finde ich richtig, richtig geil. Ne? Und hier so ein bisschen ins Dorf runterschauen. Richtig, richtig geil. So, ich überlege jetzt echt gerade, was ich mache. Also ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal ein Sandwich fratzen. Ich werde die Kamera dafür aufstellen. Und ich habe mein Equipment dabei. Das habe ich euch ja damals gezeigt in meinem ersten Video. Das hat sich jetzt natürlich alles ein bisschen über die Monate hinweg verzogen. Wochen, ne? Monate waren es jetzt nicht ganz. Was hat sich verzogen? Dein Equipment, wie hast du dich draufgesetzt oder warum hat sich das verzogen? Glaube ich. So. Ach ja, was ich in meinem Fall noch notfalls machen kann, das ist mir gerade so aufgefallen, weil ich jetzt gerade in der Tasche gekramt habe wegen dem Stativ. Ich habe auch noch meinen Schirm. Wow. Zusammengeklappt, Reinhard. Du bist ja vorbereitet wie gar nicht. Du hast einen Regenschirm dabei und du bist einfach zu dullihaft, diesen Regenschirm auch zu nutzen. Willst du mich jetzt gerade hier wirklich... Rainer, du bist schon nass. Warum hast du den nicht genutzt? Warum hast du diesen Regenschirm nicht genutzt? Du hattest einen Regenschirm, Junge. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, könnte ich auch den Schirm nehmen und das so runterhängen. Dann wird's auch. Was heißt hier hart auf hart, Rainer? Du bist durchgenässt. Das ist total kontraproduktiv, wenn es jetzt kälter wird. Ne? Es ist ja nicht so, dass es jetzt früh am Morgen ist und du bist jetzt kurz irgendwie durchgenässt, ne? Und jetzt kommt gleich die Sonne und trocknet da alles wieder. Nee, Rainer, die Sonne geht gerade weg. Die geht nämlich jetzt schlafen. Die macht Haier. Und du müsstest jetzt quasi auch gleich in die Haier gehen. Viel Spaß. Denn was du vielleicht nicht weißt, Rainer, diese nassen Sachen, die trocknen jetzt nicht unbedingt schneller. Doch da wegregnen oder nach vorne.
Das ist eigentlich eine ganz geile Idee gerade. Das mache ich gerade mal. Einfach nur spaßeshalber mal, damit ihr wisst, was ich meine. Hm. So. Du bist ein Vollidiot, ey. Ja. Und jetzt einfach das so drüber legen. Und schon sind meine Beine wunderschön geschützt. Selbst wenn sie über der Decke drüber hängen würden. Hier vorne würde es drauf regnen. Regnet es wahrscheinlich auch, weil es teilweise über der Plane ist. Was mich hier ein bisschen sorgt, ist, dass die Plane hier so runter hängt. Die müsste man eigentlich noch ein bisschen höher hängen, damit sie nach hinten runterläuft und sie schwitzt innen. Na, das ist nicht so geil. Aber das ist sie nicht so gut imprägniert. Aber das lässt sich jetzt natürlich nicht ändern. Es hört jetzt auch gerade langsam aber sicher auf zu regnen. Es ist auch schon mal ganz praktisch für mich. Habe ich schon mal nicht so viel Stress mit diesem ganzen Mist hier gerade. Hm. Das ist auch echt nicht geil, ganz ehrlich, wenn es hier so, jetzt so pisst. Das versteht mich nicht falsch. Ich hätte es sogar begrüßt, dass es regnet. Ja, wirklich begrüßt. Mhm. Durch die schlichte Tatsache, tut mir leid, wenn die Kamera jetzt ein bisschen wackelt, aber ich mache die gerade ins Stativ. Ich kann jetzt leider nur auf euch herabschauen, es tut mir leid. Ich würde lieber zu euch aufsehen, weil das ist nämlich eigentlich eure Position. Ja, das steht ja über mir. Ohne euch würde ich das alles nicht machen können. Wobei ich kann... Ohne euch würde ich hier nie draußen schlafen können. Genau, Rainer. Das ist ja eigentlich nur. Eigentlich muss man es andersrum sagen. Ich muss das wegen den Hatern machen. So rum. Eigentlich wird ein Schuh draus. Nö. Ist deine eigene freie Entscheidung, Rainer. Du hättest dich letztes Jahr um eine Wohnung oder um eine Bleibe hättest kümmern müssen. Wolltest du aber nicht. Du wolltest ja frei sein wie der Wind. Ne? Und wolltest da. Von Ort zu Ort tingeln. Du hast es aber nicht geschafft, deine MPU zu absolvieren. Du hast es nicht geschafft, dein Auto zu halten. Und deswegen, ja, bist du jetzt da, wo du bist. Selber schuld, Rainer. Ist nicht weiter wild. Ich mache mir jetzt erstmal ein Sandwich auf. Sollen wir dir jetzt ernsthaft dabei zugucken, wie du jetzt ein Sandwich isst, Rainer? Ist das die große Folge 2? Vom Drachenlord Survival Training. Ist das eigentlich dein Ernst? Genau. Erst einmal Handschuhe ausziehen. Mhm. Was auch scheiße ist, ist, dass ich jetzt patschnass bin. Also das wird jetzt wirklich eine sehr ungemütliche Nacht. Aber es ist... Rainer, du hattest einen Regenschirm. Warum hast du nicht den Regenschirm genutzt? Du hattest eine Plane, eine Zeltplane. Warum hast du die nicht genutzt? Nein, weil du einfach überhaupt keinen blassen Schimmer hast, wie es ist, draußen zu campieren oder zu survivalen, was weiß ich, nenne es wie du willst. Aber jetzt mit nassen Klamotten in die Nacht zu gehen, ja herzlichen Glückwunsch, Rainerle, ohne Schlafsack, ohne Jacke, ohne Wechselklamotten. Ja, natürlich ist dir kalt. Mein. Rainer, du hast doch den Trick schon im Sommer angewendet, wo du im T-Shirt mit T-Shirt unter die Dusche gegangen bist und dann gesagt hast, ja, so schütze ich mich gegen die Hitze, weil das ist ja Verdunstungskälte und so weiter. Stell dir vor, Rainer, so ähnlich passiert das auch jetzt, wenn es kälter ist. Ne? Auch da gibt halt jetzt durch die Nässe, ne, verdunstet das und beziehungsweise dir wird nicht richtig warm. Die Wärme wird schnell abgegeben. Naja. Gut, wem erzähle ich das? Survival-Experte Rainerle. Das hilft leider nichts. Ich habe morgen einen Termin, den ich nicht umgehen kann, sonst wäre ich jetzt eigentlich woanders. Ich komme auch nicht in irgendein Hotel heute unter, deswegen ist das jetzt alles ein bisschen madig. Aber das hilft jetzt nichts. Ich habe schon schlechter geschlafen. Und mit deutlich schlechterem Ausblick. Du hast nicht mal die einfachsten Manieren, nicht mal die einfachsten Sachen. Mit vollem Mund spricht man nicht, Rainer. Und zum anderen, du willst mir doch jetzt nicht ernsthaft hier zeigen, wie du so ein Sandwich vernichtest. Ey, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Was ist mit diesem Menschen nicht richtig? Mit deutlich schlechteren Geräuschen im Hintergrund. Rainer, ist das jetzt dein... Ist das die große Qualitätsoffensive? Gar nicht mehr.
Ich raff das nicht. Ich verstehe das nicht, dass dieser Mensch, der seit 10 Jahren, seit verdammten 10 Jahren meint, YouTube wäre sein Beruf und ich produziere hier Content. Der stellt sowas ins Internet. Na Rainer, was ist los? Was siehst du da schon wieder? Das einzige Problem wird sein, sollte der Besitzer von dem Wald herkommen, wenn es kein Gemeindewald ist. Ich weiß nicht, ob es Gemeindewald ist, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die Grenzen verlaufen. Wenn ich jetzt hier in einem Privatwald bin und ich genau Pech habe, dass genau heute die Person im Wald ist, dann habe ich eine richtige Arschkarte. Wobei eigentlich nicht. Wenn die Person sagt, ich soll gehen, dann muss ich alles abbauen und gehen. Ich da. Ja, Renale, ich weiß gar nicht, wie das mit. Ich weiß gar nicht, Privatwälder, gibt's das überhaupt? In der Regel sind doch Wälder immer in öffentlicher Hand. Und wenn es tatsächlich ein Privatgrundstück ist, dann wäre es umzäunt, ne? Also befriedet. Ja. Also von daher, ja. Hilft mir ja nichts. Ich meine, ich mache jetzt keinen Scheiß oder so. Ich mache jetzt kein Lagerfeuer. Würde ich gerne machen. Aus vielerlei Gründen. Meine Klamotten würden trocken werden. Jetzt regnet es mir schon auf die Hand. Tolle Wurst. Das ist ein super Zeltplan, Alter. Die ist ja undicht. Ja, die ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Wer weiß, wo du die ausgebuddelt hast, diese Zeltplane. Die ist wohl nicht mehr so gut imprägniert, Rainerle. Klasse. Mm. Echt klasse. Wie auch immer. Wenn er sagen ja, würde, und wahrscheinlich wird es auch nicht die beste Zeltplane sein aus dem super teuren Material, ne? Eher so ein Notbehelfsding, was weiß ich, so ein 30-Euro-Zelt. Ich müsste gehen, dann müsste ich halt gehen. Ich weiß nicht, aber mehr machen kann, als mich wegschicken. Eigentlich sollte das nicht gehen. Na, die Leute könnten dich anzeigen wegen Wildcampen. Es ist nicht erlaubt. Da kann es auch gut Strafe für geben. Ne? Naja. Also, es gibt Bivakieren im Notfall. Ne? Aber ich sehe das, was Rainer da macht, eigentlich nicht als Notfall an. Und wenn er mich erwischt oder erwischen sollte, dann hoffe ich, dass er mich nicht wegschickt. Dann hoffe ich, dass er einfach nur sagt, okay, pass auf, die Nacht kannst du so bleiben. Aber mach keinen Scheiß. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Wald abfackel. Feuerwehr hat wirklich praktisch aus vielerlei Gründen. Ich könnte mich trocken halten oder ich könnte mich wieder trocknen. Keine Minusgrade mehr. Wir haben jetzt Mai, Anfang Mai. Aber es dürfte trotzdem noch sehr ungemütlich werden nachts. Vor allem, wenn ich jetzt patschnass bin. Möglichkeit nicht zu... Merkt ihr, dass er dieses Video geschnitten hat? Warum hat er dieses Sandwich drin gelassen, wie er das gegessen hat? Erfrieren, gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich kann zwischendurch mal aufstehen und mich mal ein bisschen bewegen in der Hoffnung, wenn es nicht regnet, in der Hoffnung, dass ich durch die Körpertemperatur meine Klamotten trocknen kann. Würde mir persönlich sehr gut tun, weil dann würde ich auch erstmal wieder trocken werden. Das Dumme ist, ich habe das Einzige, was ich anders anziehen kann, ich habe bloß ein trockenes T-Shirt dabei und mein T-Shirt selbst ist jetzt, es ist feucht, es ist nicht nass. Mein Pullover ist durchgenässt, meine Hose ist durchgenässt und ich habe leider keine zweite Hose dabei. Du Vollidiot, ne? Jacke? Wozu brauche ich eine Jacke? Einer? Für genau solche Situationen? Naja, gut. Und ich erinnere nochmal, dass dieser Mensch einen verdammten Schirm dabei hatte. Einen verdammten Regenschirm. Und diesen nicht genutzt hat. Nicht ein bisschen. Meine Socken könnte ich austauschen, aber es würde nichts bringen, weil die Schuhe nass sind. Das heißt, im Klartext ist es ziemlich unpraktisch gerade alles. Weißt du, was praktisch wäre, Hennele? Ein Schlafsack. Du musst dir ja nicht reinpassen, aber so als Decke oder ähnliches hätte der vielleicht so ja ein bisschen was bewirkt. Zumindest hast du hier die Isomatten. Das ist ja schon mal sehr gut. Wobei du wahrscheinlich nicht mal weißt, warum du Isomatten dabei hast. Hast du wahrscheinlich irgendwo gesehen, aber dass du die meiste Wärme an den Untergrund abgibst, das wage ich bezweifeln, ob du das überhaupt weißt. Warum lässt er sowas drinne? Warum schneidet er das nicht raus?
wie er da auf seinem Aukitel rumdrückt. So. Wisst ihr, hier in der Gegend, und ich muss leider hier bleiben, weil ich morgen und übermorgen einen Termin in Nürnberg habe. Musst du nicht, Rainer, du kannst auch wieder mit dem Zug dahin fahren. Ne? Gib dir jetzt das 49-Euro-Ticket. Holst du dir einmal für 49 Euro und dann kannst du einen Monat lang alle regionalen Züge nutzen. Ja. Hier in der Gegend habe ich eine echte A-Karte, weil dadurch, dass ich jetzt draußen schlafen muss und es jetzt auch noch regnet und ich jetzt auch noch patschnass bin und es leider nachts zu kalt ist, ist es sehr ungeil. Und ich kriege hier in der Gegend leider keine Unterkunft, die ich mit Zug erreiche. Habe ich alle schon aufgebraucht. Und sogar einige, die ich nicht nur mit Zug, erreiche, sondern nur mit Taxi. Habe ich auch aufgebraucht, aber ich habe auch kein Geld für Taxi. Also entweder Taxi oder eine Unterkunft. Und ein Taxi ohne Unterkunft bringt mir nichts. Habe ich keine große Wahl. Eine andere Möglichkeit, die ich... Boah, sehr ekel. Ist der ekelhaft. Reinhard, friss doch erstmal zu Ende und dann rede. Meine Güte. Statt erstmal da seine 3 Sandwiches zu vernichten und uns dann seine Story zu erzählen. Nein. Wenn ich jetzt hätte oder sehen würde, das Deutschland-Ticket. Das ist ab Mai jetzt verfügbar. Und rein theoretisch gesehen, wenn ich mir das holen würde, dann könnte ich mich zumindest im Zug ein bisschen aufwärmen und alles. Und jetzt geht's auch tatsächlich. Wartet mal eben. Ich sitze im Wald und suche mir das Deutschland-Ticket auf der Bahn raus. Das ist auch geil, oder? Einer, ich erinnere nochmal, worum es in diesem Video eigentlich gehen sollte. Drachenlord Survival. Wo um Gottes Willen ist das bitte Survivaln? Du sitzt da mitten im Wald, nein, nicht mitten im Wald, 100 Meter von Emskirchen entfernt im Wald. Es plätschert ein bisschen runter, du bist tropfnass und suchst jetzt auf deinem Aukitel das Deutschland-Ticket raus, während du 3 Sandwiches isst. Das kann man sich nicht ausdenken. Das kann man sich einfach nicht mehr ausdenken. So, Deutschland-Ticket. Monatskarte im Abo, digital. Gültig ab 1.5. bis 31.5. Gilt bundesweit, also deutschlandweit. Ja. Das kennt ihr besonders, wenn ihr mich seht. Für beliebig viele Fahrten in allen Nahverkehrszügen. Das heißt, ich zahle jetzt 12 Monate lang 49,99 oder was. Oder so, das heißt, ich zahle die 49,99 in 12 Monaten. Okay? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dieser Mensch ist einfach grunddoof. Ich meine, dieses Deutschland-Ticket. Die wollten das Anfang des Jahres, wollten sie es schon einführen. Dann hat es jetzt halt 5 Monate gedauert. Naja gut, ja doch, ungefähr, ne? Und seit mindestens 3 Monaten sind die Nachrichten davon voll, seit 2 Monaten noch mehr und letzten Monat im April wurde es ja überall, wirklich überall angekündigt und auch offen kommuniziert, was man machen muss, wie man es machen muss, was man damit alles machen kann und so weiter und so weiter. Und dieser Mensch, der hat sich mit Händen und Füßen gegen jede Nachricht in irgendeiner Form gewehrt. Wie kann man nur durch Deutschland reisen, und das tut er ja, und wirklich so gar nichts über dieses 49-Euro-Ticket in Erfahrung gebracht haben? Ich meine, der fährt da fährt sehr oft Bahn. Dieses 49-Euro-Ticket ist für Rainerle perfekt. Er hätte eigentlich so die ganze Zeit darauf hinfiebern müssen. Er hätte sogar das irgendwie in seine Planung einfügen müssen. Nein, stattdessen fährt er am Sonntag, wo es halt noch nicht gilt, am 30. April mit der Bahn, wo er extra noch die 44 Euro für das verdammte Quer-durchs-Land-Ticket zahlen muss.
Anstatt dass er vielleicht irgendwie eine Nacht in Dresden verbringt, was weiß ich wo, am Bahnhof. Und da die Nacht verbringt bis zum 1.5. und sich dann das 49-Euro-Ticket für den gesamten Monat zu holen. Nein, er bläst nochmal 44 Euro in den Wind. Dieser Mensch ist einfach nicht in der Lage, für sich zu sorgen. Dieser Mensch braucht offiziell einen Betreuer. Nein, dieser Mensch braucht einen Betreuer. Der muss quasi entmündigt werden und kriegt Taschengeld von, was weiß ich, 200 Euro oder so in der Woche. Was auch schon utopisch viel ist. Aber 200 Euro, das haut Rainer doch innerhalb von 2 Tagen normalerweise. Naja. Und nicht übertragbar. Zahlung nur per Lastschrift möglich. Das ist uninteressant, das kann ich ja machen. Moment mal, nee, kann ich nicht machen. Oder kann ich das machen? Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt mitten im Zug, mitten im Wald sitze dafür. Aber was geht in deinem Gehirn ab, Rainer? Aber, wieder zynisch ist. Entschuldigung. Nein, da ist nichts. Da ist auch wirklich gar nichts zu entschuldigen dran. Du bist einfach widerlich. Punkt aus. Fertig. Zumindest die Hand vor den Mund halten. Ja. Man muss ja zumindest ein bisschen Höflichkeit zeigen. Nein. Warte mal kurz. Bisschen. Das stresst mich hier gerade. Ich habe genau hier über mir jedes Mal einen Tropfen, der mich trifft. Aber jedes Mal. Ja. Wobei der mich hinten wohl auch trifft. Das ist ein Haterplan, ist das. Ich müsste das eigentlich in der Mitte auch noch irgendwie hochhängen. Muss ich noch mal gucken. Ich muss noch ein bisschen verfeinern. Das ist jetzt natürlich nur ein komplettes, Provisorium. Mhm. Und ich merke schon, dass mir kalt wird. Das ist nicht gut. Sobald ich anfange zu zittern und ich merke, dass es gleich losgeht. Wenn man zittert, das ist das erste Zeichen von Unterkühlung. Das ist unpraktisch, ohne Ende. Ist das nicht sogar? Warte mal. Ich glaube, ich bin schon völlig beknackt. Hab ich das bisher echt noch nicht gerafft? Ja, den Satz kann man eigentlich so stehen lassen, ja. Und zwar für dein ganzes Leben. Tatsächlich. Ich habe das bisher echt noch nicht gerafft. Ich bin ja echt ein echter Vollpfosten. Ja, dem kann ich nur zustimmen, Reinhold. Kann ich dem nur zustimmen? Ja, das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe hier. Die IBAN, die EBC-Nummer funktioniert, das stimmt nicht. Klar stimmt die. Ach so, nee, das stimmt nicht. Bin ich im Vollpfosten. Das war nicht die EBC, das sondern die Bankleitzahl. Naja, normalerweise geht das ja tatsächlich. Also normalerweise sagen die ja entweder oder. Und in dem Fall steht aber nur dabei, dass man die BIC-Nummer braucht. Das ist natürlich was anderes. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Wow, Survival ist so hart. Das kann doch jetzt echt nicht dein Ernst sein. Bei der Verarbeitung ihrer Abos ist ein Problem aufgetreten. Natürlich, warum funktioniert es bei mir auch nicht beim ersten Mal? Warum sollte das funktionieren mal nicht? So, also Sie erhalten Ihre Kürze eine E-Mail mit weiteren Informationen. Die Preisangabe bezieht sich auf den bei den bestellten aktuell gültigen Tarifstand. Also das ist so eine Sache, wo ich schon wieder kotzen könnte. Sehr geehrter Herr Winkler, Fahrkartenbestellung. Bei der Verarbeitung Ihres Abonnements ist ein Fehler aufgetreten. Ja, das haben Sie mir auch in der Ding schon geschrieben. Sie erhalten in Kürze eine E-Mail, die ich übrigens gerade lese. Mit weiteren Informationen, sollten Sie den nächsten 3 Stunden keine E-Mail erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Abosender. Die Kontaktdaten finden Sie in der... Und das Geile ist, mir schlafen gerade die Füße ein. Oh mein Gott! Mal anders hinsetzen hier. Oder anders die Beine strecken, besser gesagt, dass sie mir nicht ganz einschlafen. Das wäre nämlich extrem unpraktisch. Das ist geil. Das ist richtig geil, was ich hier gerade lese. Nämlich gar nichts. Das ist irgendein Blödsinn gerade. Ist das jetzt im Spam gelandet oder was ist das? Ich habe ja echt viel erwartet. Ich habe echt. Obwohl, weiß ich nicht, ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen an dieses
Survival-Video und bin trotzdem enttäuscht. Fassen wir nochmal zusammen. Reinelde ist, hat gestartet irgendwo unten am Fuße dieses Waldes, ist da hochgelaufen und hat uns dann nass begrüßt. Hat dann uns seine fertig aufgebaute Plane da oder den Zeltüberwurf da vorgestellt und die Kamera wild von rechts nach links geschwenkt. Dann hat er uns gezeigt, dass er ja irgendwie doch einen Regenschirm dabei hätte, falls es richtig, richtig schlimm wird. Und jetzt hat er da die 3 Sandwiches vernichtet und will jetzt das Deutschland-Ticket kaufen auf seinem tollen Aukitel, was nicht klappt. Ey, was soll man dazu sagen? Also, Thema verfehlt, würde ich mal sagen, ne? Absolutes Thema verfehlt. Also 4-5. Ja, zumindest hat er die Plane irgendwie aufgebaut und uns gezeigt und hat gesagt, dass er im Wald ist. Aber sonst, ja. Viel vom Survivalen sehe ich da nicht und von der Nacht auch noch nicht so wirklich. Eine Nacht im Wald, ja. Die gleiche E-Mail wie die Info, die ich gerade gekriegt habe, nochmal bekommen. Ich habe jetzt eine E-Mail bekommen, dass ich eine E-Mail bekomme. Hä? Muss ich da jetzt echt anrufen oder was? Ne, das ist ja meine eigene Telefonnummer. Wollt ihr mich verarschen? Falls Sie noch nicht für die Lastschriftverfahren der Deutschen Bahnvertrag freigeschalten sind, wird dies nun für Sie durchgeführt. Was? Ach, weil ich für Lastschriftverfahren nicht, ich bin für Lastschriftverfahren nicht geeignet. Ja, Reinerle, das kann ja gut sein. Wahrscheinlich wurde schon öfter mal irgendwas zurückgebucht von deinem Konto, ne? Doch schon gemacht. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ja, und wahrscheinlich wurde auch schon mal durch ein Lastschriftverfahren irgendwas zurückgebucht. Und dann wirst du wahrscheinlich in deren System oder das Konto wird in deren System wahrscheinlich für Lastschriftverfahren gesperrt sein. Für Abonnement und den Nervenkehr, wenn er hat. So. Es nervt mich zwar ziemlich, das sagen zu müssen, aber. Aus welchem Grund auch immer hat meine Kamera leider einen Wackelkontakt mit dem Kabel. Ich habe alles versucht, es funktioniert leider nicht. Und meine Kamera kann zwar eine SD-Karte aufnehmen und dann darauf speichern. Bedauerlicherweise kann ich aber nicht die auf der Festplatte von der Kamera oder auf dem Speicher von der Kamera intern auf die SD-Karte umwechseln, also rüberziehen die Daten. Deswegen komme ich leider an die anderen Daten gerade nicht ran, falls es irgendwann doch mal der Fall ist. Werde ich das zukünftig so machen, dass ich das alles hier rüberziehe und dann nochmal diesen Abschnitt hier rausnehme, ersetze und hochlade. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Es ärgert mich sehr, weil es wäre eigentlich wirklich noch ungefähr das Doppelte an Material gekommen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran gehabt. Nee. Die Videos vom Survival waren eigentlich anders gedacht. Aber das sind jetzt mal so die Anfänge von dem Ganzen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke fürs Zuschauen, euer Drache und tschüss. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann doch nicht dein verdammter Ernst sein. Das war jetzt dein Folge 2 Survival. Wie überlebe ich mit einem 10-Euro Rewe-Einkauf im Wald? Survival ist 100 Meter von Emskirchen mit Fertignahrung zu überleben, ja. Und nicht draufzugehen durch Erfrieren. Leute, das war Reinhardes tolles Folge 2 Survival-Video. Ich habe nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Ah, schön. Schön, schön, schön. Es ist unglaublich. Es ist echt. Oh, Reinele hat noch ein TikTok-Video hochgeladen. Wollen wir uns das noch anschauen? Das geht doch gar nicht so lange. So, meine Moment. Ich schalte so, meine da. Lieben. Ja, ist ja gut. Sorry. Ihr wisst es. So.
Drachenlord, 3.5. Meine Nacht im Wald. TikTok-Video. Sorry für das gewackelt. Ja. Anstatt auch mal wirklich langsam die Kamera hin und her zu bewegen. Nein, er muss sie ja direkt an seinem Körper pressen und da ist halt Seegang hochziehen. Ein kleines TikTok-Video, was ich im Nachhinein hochladen werde. Das ist mein... Okay. Oh Mann. Ein kleines TikTok-Video, was ich im Nachhinein hochladen werde. Das hier. Da unten ist die Kamera, habe ich gesehen. Hier ist seine tolle Isomatte. Ist auch nicht mehr ganz sauber, ne? Und hier sein ganzer Kram ausgebreitet. Das ist mein Lager für heute Nacht. Ein bisschen nass ist es oben drauf noch. Aber das ist jetzt leider so. Auch unten drunter. Auch ich sehe aus wie sonst was. Genau. Ach, das ist... Ist das vor der Nacht? Muss ja, oder? Da wird er jetzt... Na gut, okay. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Wasser heiß. Ah, okay. Ich dachte, du wolltest kein Feuer machen, weil es gefährlich ist. Aber ja gut, okay. Geht gar nicht anders. Und werde mir dann gleich noch ein bisschen Sachen machen. Das Coole für euch ist, da ist meine Kamera. Ich nehme damit, jetzt natürlich nicht gerade, aber ich nehme damit heute einen Vlog auf. Ich habe schon angefangen. Oh, dieser Dulli, dieser verdammte Dulli, 10 Jahre YouTube-Profi. Und er schafft es nicht, Hintergrundmusik nicht als Vordergrundmusik hinzubekommen. Oh, die Musik ist viel zu laut. Aber gut. Schneidekünste wie ein 10-Jähriger. Für diesen geilen Ausblick übrigens auch nochmal richtig schöne Bilder. So, und ich werde jetzt heute Nacht hier pennen. Ich habe morgen einen Termin in Nürnberg, beziehungsweise für euch wahrscheinlich heute oder gestern. Kommt darauf an, wenn ich das Video hochlade, vielleicht auch vor einer Woche schon. Vorproduktion in dem Fall. Hilft mir jetzt nichts. Genau, ich mache mir jetzt ein bisschen Wasser. Genauer das zu dem Wasser. Ich komme nicht drauf klar, dass dieser Mensch immer behauptet, er hätte 10 Jahre YouTube gemacht. Genau. Ah, da ist er. Ist das eine andere Schaufel? Hier, diese kleine. Die ist doch so noch eine andere als die, die er uns gezeigt hatte in seinem Auspackvideo, oder? Was zum Wasser und alles und warum da eine Schaufel steht, erkläre ich euch in dem Video auf meinem Outdoor-Survival-Account auf TikTok. Odyssey, hat er ganz kurz eingeblendet. Und nein, Rainer, wirst du nicht, denn du hast es mal wieder und wie immer eigentlich auch verkackt. Gut, bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö tschö. Tschö tschö. Ja, gut, haben wir das auch noch schnell hinter uns gebracht, ne? Gut, haben wir zumindest tatsächlich mal. Also da, in diesem kleinen, ganz kurzen TikTok-Video von einer Minute, habe ich jetzt tatsächlich mehr von seinem Survival gesehen, als in diesem ganzen echten, nenne ich es jetzt mal, Survival-Video, was er da rausgehauen hat mit Folge 2. Naja. Aber er meinte ja auch, es würde... Ja, natürlich, eigentlich, wenn nicht die Kamera schlapp gemacht hätte, wäre es ja mindestens doppelt so lang. Naja, gut, egal. Egal, ihr Lieben. So, dann dieses Video ganz kurz nur über Rainer des Survival-Kenntnisse, die nicht vorhandenen. Ich hoffe, es war eine tolle Nacht, Rainer. Obwohl, hast du ja schon geschrieben in deinem Blog, die Nacht war die Hölle. Mit der Kälte gönne ich dir. Ne? Wer zu doof ist, sich den Regenschirm aufzuspannen, wenn es regnet, der hat auch selber Schuld. Ihr Lieben, das war's erstmal. Wir hören uns im nächsten Video. Vielleicht wird es ja wieder ein Discord-Leak. Mal schauen. Oder vielleicht kommt ja auch tatsächlich mal Folge 3 von Rainer des Survival-Videos. Ich wüsste zwar nicht, was er uns dann noch erzählen möchte. Vielleicht wird er ja das Rätsel lösen um die Schaufel und um die, was auch immer da noch zeigen wollte in diesem anderen Video. Egal. Macht's gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Medal of.